XXL. Wir haben die Studiotüren abgeschlossen, deshalb sind meine Gäste noch da. Kitty Mierendorf, Bürger Lars Dietrich, Hannes Bender und Johanna Klum. Ihr Lieben, ich habe eine schöne Idee. Wir verfilmen jetzt die Geschichte von einem aufbrausenden kleinen Waldschrat mit unglaublichen Fähigkeiten. Und mein Auge ruht wohlgefällig auf dir, lieber Hennes. Hallo? Hennes, lass uns das Rumpelstilzchen doch noch mal verfilmen. Und du bekommst diese Rolle. Regie führen wird bei dieser kleinen Verfilmung Tietje. Tietje von Mierendorf wird unser Regisseur sein. Und gibt natürlich eine unglückliche Müllerstochter. Johanna, du musst das Stroh zu Gold spinnen. Und Lars, du bist der Bote, den sie schickt, dann, um das Rumpelstilzchen zu belauschen und dir bei der Raterei zu helfen mit dem Namen. Und ich guck mal, wie ich mich da noch einbringen kann. Und ja, Tietje, du bist dran. Wir gehen einfach mal in den kleinen Rumpelstilzchen-Set alle. Und du sagst uns, was aus dem Märchen wir geben sollen. Ja, also während ihr euch da ins Kostüm schmeißt, wir spielen jetzt die allerwichtigste Szene, ja, okay? Die Müllerstochter lässt sich auf den Deal mit Rumpelstilzchen ein und muss ihm ihr erstgeborenes Kind geben oder stattdessen seinen Namen erraten. Habt ihr das kapiert? Yep. Ja, ja, ja. Ja, super, okay. Wie schaut's aus? Kommt ihr mit dem Kostüm zurecht oder braucht ihr noch Hilfe? Alles wunderbar hier. Gut, ja. Okay, ich möchte, dass ihr das jetzt spielt wie ein, wie sagt man, wie einen richtigen Western. Oh. Okay. Okay. Und Action! Puh, 12 Uhr mittags. Ich sitze mitten im Salon und spinne. Hallo, Sally Lou. Hallo. Na, was machst du hier an diesem heißen Tag? Ich spinne. Nun, mir scheint, dir könnte jemand wohl mal zur Hand gehen, was? Das ist richtig. Also das da muss alles zu Gold werden. Oh, schade, ich habe gar keine Zeit. Ich muss noch ein paar Kühe hüten, aber ich mache dir einen Deal. Ja. Ich zeige dir, wie man dieses Stroh zu Golden Nuggets verarbeitet. Und du gibst mir dein Firstborn Child. Aber du wirst nie meinen Namen erfahren. John Wayne? Falsch. Okay. Okay. Ob es hier wohl einen von diesen berittenen Boten gibt? Kleiner, folgendes Problem. Das muss alles, nimm das Pferd da weg. Ruhig. Das muss alles zu Gold werden. Der komische, merkwürdige kleine Mann, der mir so bekannt vorkommt, der hat mir erklärt, wie das geht. Und ich muss jetzt ganz schnell herausfinden, wie der heißt, weil sonst kriegt er mein ungeborenes erstes Kind. Okay, Ma'am. Keine Angst, ich mache mich auf die Suche. Es ist ganz schön cold hier im Forest. Naja, da werde ich mich, um mich selber aufzuwärmen, wohl ein kleines Dance vollführen. Hey, rang, rang, rang. Oh, how good that nobody knows that my name is Rumpelstilzchen. Hey, rang, rang, rang. Morgen I back, übermorgen I brew und so weiter und so weiter. Du musst jetzt sagen, wie ich heiße. Was?
Was war denn los? Dann musst du da hingehen und sagen, wie es heißt. Okay. Ich weiß jetzt, wie der Kerl heißt. Und? Rumpelstilzchen. Okay. So, junge Lady, was ist mit meinem Child? Kriegst du nicht. Ich will es aber. Es sei denn, du weißt, wie ich heiße. Also, aber das kannst du ja nicht wissen. Sonst wäre das Mädchen ja zu Ende. Rumpelstilzchen. Was? Rumpelstilzchen. Oh, verdammt! Dammit, jetzt muss ich mich wohl in Stücke zerreißen. Verdammt! Mein Gott! Ah, das hat er bedammelt, Holt! Okay, Musst du erst mal raten! Musst du raten erstmal, wie ich heiße, Mensch. Das war alles sehr gut, nur leider haben wir, ich habe eben gerade einen Anruf bekommen, ein Problem mit der Filmförderung, die haben die Finanzierung zurückgezogen. Wir müssen jetzt ein paar Werbekunden dazu gewinnen, deshalb müssen wir den Film jetzt, um ihn finanzieren zu können, als Dauerwerbesendung machen. Ne? Okay, seid ihr bereit? Okay, dann Action! Okay, Moment. Meine Damen und Herren, bei dieser wirklich formschönen Spinnmaschine gibt es wirklich gibt es wahnsinnig viele Vorteile, aber wir haben nur noch 5 übrig. 5, 4, hallo. Haben auch Sie Probleme mit Stroh? Ja, Stroh gibt es überall im ganzen Haushalt. Warum also nicht mal aus Stroh Gold machen? Natürlich! Es ist ganz einfach! Es ist ganz einfach! Stroh zu Gold, das ist gar kein Problem. Alles, was es Sie kostet, ist das erstgeborene Kind. Haha, ist das nicht ein toller Deal? Ja, wollen Sie das? Ja! Passen Sie auf! Und Sie werden nie erraten, wer ich bin! Und diese Spinne bekommen Sie nicht alleine nach Hause geliefert. Nein, sie kommt inklusive Bote. Hey, Königin, Prinzessin, was haben Sie denn da? Nur noch 4, nur noch 3 von diesen unfassbaren Spindeln. Hey, seitdem Sie diese Spindel nehmen, fühlt sich das Stroh viel strohiger an. Goldiger, goldiger. Und während mein werter Kollege kurz für mich den Namen von rausfindet, werden wir ein kleines bisschen Werbung machen. Bis gleich. Okay, dann mache ich mich mal auf die Suche. Ja, liebe Zuschauer, diese, was war das? Diese dekorative Einbautanne gibt es gratis dazu. Man kann sie in jedem Vorgarten aufstellen und sie ist aufblasbar. Ist das nicht toll? Ist das? Aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Schauen Sie sich dieses tolle Outdoor-Feuer an. Sehen Sie mal, wie ich da immer rumtanze. Und wissen Sie was? Wissen Sie, was ich morgen mache? Morgen backe ich. Und morgen braue ich. Und übermorgen, da stehle ich der Königin ihr Kind. Und wissen Sie, was Sie nicht wissen? Dass ich Rumpelstilzchen heiße. Brrr. Hallo Königin, ich habe eine spitzen Nachricht für euch. Welche? Das Männchen, das Sie suchen, heißt Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen, gibt's den auch zu verkaufen? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass mein Stilzchen Rumpel heißt. Liebe Zuschauer, mein Name ist. Sag ich nicht. Und wenn Sie es wissen, rufen Sie an. Ja, genau. Rufen Sie an. Oder. Hey,
Rufen Sie an. Die Leitung ist offen, oder? Wir haben hier auch einen Kandidaten im Studio. Hallo, Königin. Na, wissen Sie, wie ich heiße? Ja. Dann sagen Sie doch mal. Rumpelstilzchen? Verdammt! Ha, Mensch, da lege ich doch glatt meinen Fuß.